Hallo, hier ist Rainy Ungerwagner und wir probieren heute Donuts von Funny Frisch. Er hat nur das Karamell-Style süß und salzig mit Gnal-Erdnüssen von Öltje. Es gibt eine Öltje-Fabrik in Schwerte und Funny Frisch gibt's ein Werk in Köln. So, Donuts, die habe ich zufällig in Lecker Lecker entdeckt und wir gucken mal in den Inhaltsverzeichnis. So, dann haben wir hier, das kann man jetzt hier nicht so gut sehen, nein, die Kamera, so, Brennwert, wenn man das Ganze isst, 1987 Kilojoule für 174 Kilokalorien für 100 Gramm. So. Fett ist 1,9%. Von gesättigten Fettsäuren sind 5%. Kohlenhydrate 7%. Zucker 5%. Eiweiß 8%. Salz 8%. Ist vegetarisch und glaubt nicht ganz glutenfrei. Zutaten sind Maisgrieß, Erdnüsse, Zucker, Sonnenblumenöl, Speisesalz, natürliche Aromen, also Karamell, Zuckersirup, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Ja, und da gibt es noch die andere Sprache. Wir probieren mal sie einmal an. So. So sehen die aus. Und wir probieren sie mal. Also, das sind sie auf jeden Fall. Aber nicht so salzig. Schmecken eher wie Erdnussbutter. Meine Erinnerung ein bisschen, nur ein kleines bisschen, aber auch so wie die Erdnussflips. Ich weiß nicht, ob die in Supermärkten gibt. Bei Lecker Lecker habe ich sie schon, ist in Westdeutschland, also in größeren Städten, in Köln. Gibt es einen in Krefeld, in Duisburg, Essen, Mülheim, Bochum, vermute ich, bin ich mir nicht sicher, Herne auf jeden Fall, Wuppertal und in, es gibt da noch einen, Gelsenkirchen, Oberhausen, glaube ich eher nicht. Aber so, da gibt es die ganzen lecker Stores. Wenn ihr die Donuts, also in Essen gibt es 3, in der Innenstadt, Gelsenkirchen gibt es auch 3 in der Innenstadt, in Duisburg weiß ich von 1, von Köln ist auch irgendwo 1, aber frag mich nicht wo. Dann gibt es noch in, ja, und sonst als eigentlich restlich nur einen Lecker-Lecker-Store, wenn ich das jetzt falsch sage, könnt ihr in den Kommentaren aufschreiben, wenn ihr noch einen gesehen habt, ja. So, und das war's auch mit dem Video und gib ein Abo da. Und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer René Unger-Wagner.